Ihr Lieben, wir wollen uns heute die Quest von Liu Fei im Detail angucken. Und wir sind jetzt hier. Der hat halt viel zu erzählen. Ja. Yoga be praised. You are here. Okay, was hast du uns zu erzählen? Exile. We have little time. Holding this form requires much energy. As you have no doubt surmised, my true form is trapped within the Yothka plant. I am Liu Fei, sorcerer to the Celestial Emperor of Kitai, master of the Five Storms, and sacred defender of the Many-Petaled Throne. Complex arcane calculations led me to this strange land. For many long centuries, my circle has watched the skies, staying ever vigilant for an astrological conjunction that would signal the return of a demon. A demon of such incalculable appetite. It is destined to swallow the world. Many hours of research and scrying found me here in the exiled lands, where I discovered the door that would admit the demon. It is my eternal shame to admit that when I came upon the door, the demon within tricked me. I will forgo the humiliating details, but know that the beast lured me into this vegetal prison where I am unable to stop it. I fear it is only a matter of time before it crosses over to begin its ravenous feast. You must not! While I admit that I do not completely understand the plant's infernal anatomy, I know that it is born of a vile seed, a seed that takes purchase within corrupted soil and grows until its blasphemous roots extend all the way back to hell. No, exile. If you kill the plant, you may well kill me too. We will have to find another way to loosen its grip. Das ist jetzt mein zweiter Durchlauf und das Ergebnis des ersten Durchlaufs zeige ich euch am Ende, welche Perks er dadurch erhält. Deswegen werde ich jetzt andere Antworten geben, versuche mich anders zu verhalten. Oh, beyond saving this and a thousand other worlds? I suppose you may wish to spare yourself the terrible fate of being swallowed and trapped within the beast's foul guts, a fetid and dimensionless hell within its own blasted hierarchy of fiends. Also, I will teach you the art of thaumaturgy, or sorcery, as it is known in the Western lands. Your path will be fraught with danger, and the tasks before you will weigh heavy. But avoiding the pits of hell requires sacrifice. What say you? Because I am bound to this hell plant, you will have to go forth as my hand. Our first and most important mission is to seal the doorway. Only then can we turn our efforts toward freeing me. I sense that you too are a student of the arcane, but you will need to learn the art of sacrifice. Empower Kurok's tome with the pages found on the corpses of sorcerers throughout the world. Build your own sacrificial stone and exsanguinate men upon it. Bottle their blood so that we may use it to banish the beast.
Wenn ihr bereits Zaubern gelernt habt, dann bekommt ihr das, was er jetzt sagt, nämlich, dass ihr Blut in Glasflakons abfüllen sollt. Wenn ihr das noch nicht gelernt habt, das Zaubern, dann schickt er euch ganz konkret an den Ort, wo ihr Zaubern lernen könnt. A grim task, but it is the only way. 3 flasks full will suffice. Okay, also er will von uns 3 Fiolen mit Blut. Um Zaubern zu lernen, müsstet ihr hier ins Schieferrückenheim gehen, in E5. Ich habe dazu auch einen Guide gemacht, wie man Zaubern lernen kann. Das könnt ihr euch natürlich angucken. So, das heißt, wir gehen jetzt zurück zur Base und holen das Opferblut. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gelernt habt, müsstet ihr mit der Zauberei so weit kommen, dass ihr hier diesen Opferstein habt. Auf dem Opferstein opfert ihr NPCs. Und ich lasse das jetzt aus, weil das könnte tatsächlich für mich auf YouTube mal wieder dann bedeuten, dass das Video als nicht jugendfrei eingestuft wird. Naja, ja, deswegen sagen wir mal, wir haben hier 3 mal ein Opfer gebracht und können dann hiermit und mit den Glasflaschen, die wir hergestellt haben, diese 3 Flaschen herstellen. So, wenn wir das haben, dann können wir zurückgehen zu Liu Fei. Liu Fei finden wir übrigens hier in Dagons Umarmung auf diesem kleinen Stück Land hier. Da hat er seine Pflanze, von der wir ihn befreien sollen. Da ist er wieder. Exile, we have little time. Holding this form requires much energy. You make your return. Have you the required blood? The path we travel goes through shadow. You must embrace the darkness and find your strength. And now, I must rest. My powers are nearly exhausted. I will call out to you again when I can. So, das heißt, er muss sich jetzt ausruhen und das bedeutet in-game 8 Stunden Wartezeit für uns. Und ja, es gibt einen Command, mit dem ihr das Ganze verändern könnt. Das heißt, ihr könnt diesen Zeitsprung machen mit so einem Command. Aber natürlich nur, wenn ihr selber Admin seid. So, nach 8 Stunden, da geht wieder jemand in die Kneipe. Nach 8 Stunden sollte er sich bei euch melden. Wenn er sich bei euch gemeldet hat, dann sollte er irgendwo in eurer Base zu finden sein. Also bei mir war er letztes Mal hier draußen irgendwo. Aber da ist er gerade nicht. Also. I am restored, Exile. Are you ready to proceed? Könnt ihn auf jeden Fall auch immer an seiner Pflanze finden, was vielleicht manchmal einfacher ist. There is no time to tarry. The blood you acquired is but one of the ingredients required to seal away the demon. The ingredients are powerful and will be difficult to obtain. We will need the eyes of innocence, the horn of an ancient rhino, brimstone and the heart of a hero. So, also er braucht jetzt diese 4 Sachen. Beim ersten Mal habe ich das hier so, ja, ich besorge das dann. Und dann kam das aber nicht mehr hoch. Das heißt, wenn ihr unsicher seid, was ihr braucht, dann am besten diese Sachen hier einzeln abfragen. Er sagt euch, wo ihr diese Sachen findet. Also das Herz eines Helden, sagt er, sollen wir besorgen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist auf jeden Fall in der namenlosen Stadt ein Herz eines Helden zu besorgen. So, hier sollten wir zum Beispiel ein Herz eines Helden bekommen. Und zwar von ihm hier. Da haben wir es schon, das Herz eines Helden. Ich bin jetzt genau hier an dieser Stelle, an dieser Mauer, wo ihr das Herz eines Helden finden könnt. Das Herz eines Helden hat ein Ablaufdatum von 40 Minuten. Und das heißt, ihr könnt es aber auch im Kühlschrank lagern, ja? Dann hält es halt länger. Genau, und jetzt brauchen wir ein unschuldiges Tier, zum Beispiel ein Rehkitz. Das hat dann hoffentlich das Herz, die Augen der Unschuldigen, ja, Augen der Unschuld haben wir bekommen. Die haben einen 10-Minuten-Timer, also die Zeit wird dann relativ knapp. Jetzt brauchen wir noch das alte Nashorn.
hier in der Nähe bei diesen kleinen Teichen hier in Muriellas Hoffnung. Da ist es. Und auch das verlegen wir wieder. Und haben jetzt hier dieses uralte Horn bekommen. Das hat keinen Timer. Das heißt, am besten besorgt ihr euch diese Augen der Unschuld ganz am Ende. Also kurz bevor ihr wieder mit Liu Fei sprecht. Ja, und dann brauchen wir noch etwas Schwefel. Schwefel habt ihr vermutlich schon aus irgendeiner Höhle oder so. Oder ihr könnt zum Beispiel hier hingehen, zerstörte Quellen, und könnt dort Schwefel besorgen. Wenn ihr alles zusammen habt, dann geht's wieder zurück zu Liu Fei und ihr könnt wieder mit ihm reden. Well, is it done? Do you have all the ingredients? Excellent. With these items, the beast's abjuration is almost at hand. But I must rest now and gather my strength for what is to come. I will keep hold of the ingredients until the time of the ritual. Heed my call when it comes. And now, I grow weary. So, ihr könnt also wieder 8 Stunden warten. Please, my time is short. What I am to tell you is beyond belief. I am the true Liu Fei. Sorcerer to the Celestial Emperor of Kitai, Master of the 5 Storms, and Sacred Defender of the Many-Petaled Throne. You have been tricked. The manifestation you have been toiling for is none other than the beast we both seek to banish. The very same. I was lured to the Lyothka plant by the Devourer, and locked within the plant's powerful tendrils. Because our foe is a deceiver from a realm beyond time, with eons to draw its plans, it has foreseen almost every eventuality. Hubris is a failing common among the demonkind. It never occurred to the beast that a mere mortal could possess the depth of willpower to resist the Yothka's entrancement, let alone reach out to you. Much of what the demon told you is true. I did come to the exiled lands to banish it. But I suppose hubris is a failing in man as well as beast. I was young, but my natural skill for sorcery outstripped that of my mentor, and I was able to do something he could not, commune with the underworld. When I learned of the demon's existence, I became obsessed with learning all I could about the beast. I broke the trust of my mentor and consulted forbidden scrolls to learn the demon's name. Names are power in the demon world, and when I discovered its true name, I believed in my youthful arrogance that I possessed the will to banish it, after stealing its secrets. I cannot remember. Some malign aspect of the Yothka plant's embrace saps me of my memories. Both wisdom and logic dictate that you cannot know anything I say is true. But my research is another matter. Find it, and learn the beast's true name. If I were the demon, I would do anything to prevent you from gaining that secret. Knowledge of a fiend's true name grants you power over it. The ritual to subjugate a demon requires that knowledge. In my dwelling, within a spire atop the celestial plaza, read my research, learn the ritual, and do not forget its name.
Das heißt, am Platz des Himmels ist sein Labor, wie auch immer man das nennen will. Das heißt, wir müssen dahin, wir müssen dann dort oben nach seinem Labor suchen. Und da könnt ihr das schon sehen. Ja, da ist Licht, da oben. Das heißt, da oben wollen wir hin. Wir stehen hier auf dem Platz, da geht es zur Witch Queen und ja, da wollen wir jetzt rein. Da sind natürlich ein paar Affenfreunde, ganz klar. Huch! Komm her hier. Okay. Und wir müssen da irgendwie hochklettern. Das ist nicht ganz einfach. Also ihr kommt nicht, wie soll ich sagen, nicht unbedingt an allen Stellen gut hoch. Aber wir versuchen es mal. Und zwar gehe ich mal von dieser Seite hier. Okay, jetzt haben wir es hierher geschafft und müssen nur noch da vorne rüber auf die Plattform kommen, ohne runterzufallen idealerweise. Also, ja, ich kletter einmal hier rum. Also auf jeden Fall, wenn du hier bist, dann kannst du entsprechend natürlich hier reingehen. Und hier sind ein paar Imps, ein Impfkönig, das ist, ja, der ist ja von Anfang an überhaupt kein Problem. Seine, weiß ich nicht, Gehilfen hier sozusagen. Ja, kommen wir da überhaupt dran? Sieht nicht so aus. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall findet ihr hier verschiedene Sachen, mit denen ihr interagieren könnt. Das Papier. Dann kann ich das hier nehmen. Das kann ich nehmen. Dann könnt ihr hier das Buch nehmen. Und hier haben wir noch eine Journalseite und hier haben wir noch eine. Genau. Mehr können wir hier nicht machen in seinem Labor. Ah, hier haben wir noch eine Seite. So, jetzt schauen wir mal. Seite 1, Seite 5, 3, 4 und Seite 2. Das sollten alle Seiten sein, die wir benötigen. Also, wir sind wieder hier. Und da ist er auch schon. Ach, immer renne ich in diese Pflanze rein. Did you consult my research and discover the beast's true name? Ich weiß jetzt, wie er heißt. Experiments. I scoured the breadth of hell to collect those troublesome imps. They were to serve as ritual vessels to imprison the beast within. Leave it to me. You have your own part to play in our dangerous gambit. Before the demon calls to you tomorrow, you must find some black lotus. Then, when the demon summons you, answer its call. And when the beast bids you place out the devil's bone meal, burn the black lotus instead. At that point, my imp will enter the circle, and we will bind the beast within its form. That is it. We are done for today. If delivering the beast's true name does not convince you of my intentions, then I fear nothing will. But know that your misgivings damn me to this mental prison. Wir brauchen den schwarzen Lotus, den bekommen wir im Übrigen auch hier.
wenn wir ihn noch nicht haben. Und zwar hier im Schwarzen Garten. Ihr bräuchtet dafür eine Gasmaske, wenn ihr da reingeht. So, Gasmaske auf. Und hier haben wir den Schwarzen Lotus. Ja, und natürlich auch ein paar Affen, klar. Und uns reicht im Grunde genommen eine Pflanze. Ihr bekommt ihn übrigens nur hier. Außer ihr findet ihn vielleicht irgendwo, das kann auch sein. Es ist ja alles irgendwie einfacher geworden, die Dinge zu finden. Ja, können wir jetzt mal aufhören, mich anzugreifen? Auf jeden Fall, wenn ihr den Schwarzen Lotus hier rausgeholt habt, dann könnt ihr damit wieder sozusagen zurückgehen, beziehungsweise... Gut, dann schauen wir mal, ob er da rauskommt. Ja, da ist er. The time of my deliverance is at hand. Exile, take out the devil's bone meal and place it atop the chalk circle. Perform the ritual with it, and I shall be free. But take warning, Exile. It is said the roots of the Yothka plant stretch all the way back to hell. There is a slight chance some of the foul denizens of that realm take note of our ritual and attempt to join in. They will come, and they will try to slay you. Be prepared for the onslaught. Okay. So, ihr bekommt von ihm das hier. Beim ersten Mal habe ich das versehentlich gegessen. Das heißt, ihr habt den Schwarzen Lotus besorgt und ihr habt von ihm eben, während ihr mit ihm gesprochen habt, das satanische Knochenmehl bekommen. Und jetzt können wir das hier reinlegen und wir können uns entscheiden, da ist das vom ersten Mal und hier ist das andere. Und wir können entscheiden, ob wir das Ritual mit dem Schwarzen Lotus machen wollen oder mit dem Devil's Bone Meal. Und ich mache jetzt hier das Ritual mit dem Devil's Bone Meal und sag hier herstellen. Jage es Monsun, Dimoga Boreth, Ketal Sora Boreth, Nagath Lakra, Nagath Lakra. Yahai Kadishtu, Ed Boreth, Yahai Kadishtu, Yog Sothoth. Dimoga Boreth, Ketal Sora Boreth. Da laufen noch zwei weg, die holen wir uns eben. So. It is done, Exile. The devil will never bother us again. And it is all thanks to you, Exile. In repayment, I offer a quick death, followed by an eternity digesting slowly within the labyrinthine expanse of my bowels. What? Black pit of a rubble, did you learn my name? No! Anyway, perhaps it would do well for me to have a guide. I shall be your companion then, for a time. Lead on, mortal.
I grow weary of this swamp. Okay, so jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir ihn hier als neuen Gefährten bekommen. Der bringt einmal mit die kitanische Robe. Das sind diese beiden Teile hier. Das sind die normalen aquilonischen Sandalen. Und er bringt auch so eine Pflanze mit, die wir herstellen können. Also die wir bei uns aufbauen können. Die uns dann die Option gibt, dass wir jederzeit eben uns die Verderbnis holen können, die wir brauchen. Und wir sagen ihm jetzt, dass er uns, also er folgt uns sowieso schon gut. Das heißt, wir können ihn jetzt eben als neuen Gefolgsmann mitnehmen. Wir nehmen ihn gerade mal mit in unsere Base. Hier habe ich meine beiden Liu Fei. Er ist der erste gewesen, den ich geholt habe über den Schwarzen Lotus, und er ist derjenige, den ich geholt habe mit dieser Pseudo-Nahrung irgendwie. Schauen wir mal rein. Ich habe ihn schon mal gelevelt. Was ich euch aber sagen kann, wir fangen mal hier bei ihm an. Diese Werte sind alle unterschiedlich bei den beiden gewesen. Beide starten, also natürlich, jeder Liu Fei startet bereits auf Stufe 5 und bringt bereits 3 Perks mit, die sich auch nicht mehr verändern, wenn er hochgelevelt wurde. Sie haben beide so um die 2000 HP gehabt. Der eine etwas mehr, der andere etwas weniger. Wie gesagt, hier sehr unterschiedliche Werte auf beiden, in diesem Bereich hier. Was beide haben, ist einmal regenerativer Stillstand. Liu Feis geheime Technik wurde mit seinen Forschungen geborgen. Liu Fei kann sich mit einer schützenden Barriere umgeben, die seine Wunden rasch heilt. Und dann das hier unten, verderblicher Fluch. Zauberei war nach der Gabe von Opferblut wieder ungenutzt. Liu Feis Angriffe können Gegner verfluchen, schwächen, mit Schaden über Zeit belegen und allen Umstehenden Verderbtheit entziehen. Was sich geändert hat, und zwar nur dadurch, dass ich einmal den Schwarzen Lotus benutzt habe und einmal diese andere Nahrung, deren Namen ich jetzt vergessen habe, ist das Mittlere hier, die dämonische Präsenz. Das Ritual mit der Yoska-Pflanze wurde nicht unterbrochen. Nun folgt Liu Fei eine giftige Wolke, die allen Kreaturen Schaden zufügt, die nicht an ihre Effekte gewöhnt sind. Also offensichtlich Tiere oder Gegner, die eh schon Gift haben, werden davon wohl nicht betroffen sein. Bei ihm hier haben wir als mittleren Perk ewige Knechtschaft. Das Ritual mit der Yoska-Pflanze wurde unterbrochen. In einem verderbten Kobold wurde ein Geist gefangen, den Liu Fei nun als Unterstützung rufen kann. Das heißt, wenn er im Kampf ist, dann wird dieser Kobold erscheinen und ihn unterstützen. So sieht das aus, wenn er eben ausgelevelt wurde. Er hat jetzt hier bei mir 2509 HP, wobei er niedriger gestartet hatte als der andere, den ich hier noch habe. Und wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier entsprechend ganz andere Werte bekommen. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Auswahl dessen, was ich mit ihm gesprochen habe, irgendeinen Unterschied gemacht habe, weil mal abgesehen von dem, was durch das letzte Ritual beeinflusst wurde, haben beide die gleichen Perks bekommen. Aber wenn ihr da andere Informationen habt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn ihr noch Fragen habt, was sonst noch kommt im Age of War, dann schaut doch in das Video rein, das ich euch hier unten verlinke, und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann und ciao.